Leute, ich hätte hier mal wieder eine amtliche Verlosung für euch, einen ganzen Stapel voller Blu-rays und DVD zu aktuellen Heimkinostarts, die also eben auf Blu-ray und DVD rauskommen. Und wie immer bei Verlosungen kurz für alle neuen Abonnenten und Zuschauer erklärt. Ich zeige euch gleich, was ihr gewinnen könnt. Ich werde euch zu jedem Film einen Kommentar sagen, dass ihr in die Kommentare schreiben und vervollständigen sollt. Da es diesmal um 6 verschiedene Titel geht, kann also jeder von euch 6 verschiedenste Kommentare schreiben. Dafür habt ihr 48 Stunden Zeit bis übermorgen 15 Uhr. Datum und Uhrzeit, genauso wie Verlinkung zu allen Filmen, findet ihr auch nochmal in der Info. Infobox. So einfach ist es, so einfach bleibt es. Und dann fangen wir doch direkt an. Zu Die Schadenfreundinnen, The Other Woman. Im Original der Text die Geschichte rund um Cameron Diaz, Kate Upton, beziehungsweise eine Reihe von Frauen, wie auch Leslie Mann, die herausfinden müssen, dass ihr gemeinsamer Liebhaber eigentlich ein Ehemann ist, der vergeben ist. Und als sie herausfinden, dass sie jeweils in dieses Spiel involviert sind, Rache schwören. Eigentlich relativ witzig, in vielen Momenten viele Situationskomik, die eingesetzt wird. Kann man das definitiv machen? Viel Good Komödie, vielleicht mit leichtem Fraueneinschlag, da die Zielgruppe suchend. Habe ich hier 5 Blu-Rays und jeweils noch den Trinkbecher, der rosaner und glitzerner kaum sein könnte, von Die Schadenfreundinnen. Und wer Blu-ray plus Trinkbecher gewinnen will, schreibt einfach in die Kommentare: Robert, ich war das letzte Mal so richtig schadenfroh als. Und dann schreibt ihr, wenn ihr das letzte Mal so richtig schadenfroh wart, ist ja klar, bei dem Titel Die Schadenfreundinnen. Jedes Kommentar in diese Richtung kann eine Blu-ray von Die Schadenfreundinnen plus Trinkbecher abstauben. Als nächstes habe ich zu The Lego Movie, der jetzt auch auf Blu-ray und DVD raus ist, jeweils eine, also 3 Blu-rays, jeweils eine Blu-ray, die man abstauben kann. Und um davon eine zu gewinnen, schreibt in die Kommentare: Robert, als Kind wollte ich unbedingt, und dann welche Lego-Figur ihr haben wollt oder welches Lego-Ding ihr haben wollt. Ich wollte immer dieses Piratenschiff ganz doll haben. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber was wolltet ihr unbedingt haben und warum? Jedes Kommentar in diese Richtung kann eine Blu-ray von The Lego Movie Everything is Awesome abstauben, wenn er oder sie das möchte. Dann habe ich 2 Blu-rays und 2 DVDs von Divergent, die Bestimmung. Charlene Woodley, gefangen in einer Welt, in der man irgendwann bestimmt sein muss. Ich glaube, Alter von 16 Jahren, aber sie sich keiner Gruppierung der Gesellschaft anschließen kann, zur Unbestimmten wird, und das ist sehr gefährlich. Charlene Woodley hat hier mit einem Film abgeliefert, den fand ich persönlich nicht so gut, ist auch eher vielleicht so ein bisschen im Romantasy-Genre anzuordnen. Den fand ich aber wiederum natürlich bei Der Schicksal ist ein mieser Verräter großartig. Diese Frau ist so ziemliches Hin- und Her-Schwanken, aber eine der upcoming Nachwuchsstars. Und um Blu-ray oder DVD von Divergent Die Bestimmung abzustauben, schreibt ihr in die Kommentare: Robert, ich glaube, der absolut stärkste Newcomer ist. Was glaubt ihr, wer ist der nächste große Schauspielstar? Der Schauspieler, die alle jetzt 18 und jünger sind. Was sagt ihr, wer ist da der ganz große Bringer? Jedes Kommentar in diese Richtung kann Blu-ray oder DVD zu Divergent abstauben. Schreibt gerne Klammern da rein, ob ihr DVD oder Blu-ray haben wollt, damit ihr keine Blu-ray bekommt, wenn ihr nur in Anführungszeichen einen DVD-Player habt. Dann habe ich noch 3 Blu-rays und 3 DVD, nee, und 2 DVDs zu Philomena mit Judi Dench in der Hauptrolle. Die Geschichte einer Frau, die einst schwanger war, aber gleichzeitig in einem Kloster lebt und deswegen gezwungen wurde, ihr Kind zur Adoption freizugeben. Jetzt ist sie wesentlich älter und möchte wieder zurückfinden oder wieder herausfinden, ob es ihrem einst gegen ihren Willen weggegebenen Kind gut gibt. Die Suche einer Mutter nach ihrem Kind im Grunde, und das ist eigentlich sehr eine Thematik, die schon öfter in Filmen wie Nicht ohne meine Tochter oder so aufgegriffen worden ist. Und um eine DVD oder Blu-ray abzustauben, schreibt ihr in die Kommentare: Robert, ich finde der Film mit der krassesten Tochter-Kind- bzw. Eltern-Kind-Situation-Konstellation, also auch wie Changeling, der fremde Sohn, im Film in dieser Richtung ist, und jedes Kommentar in diese Richtung, wo ihr reinschreibt, warum ihr diese Filme so bewegend findet, auch vielleicht immer gute Tipps, die man hier in den Kommentaren sehen kann. Jedes Kommentar in diese Richtung kann Blu-ray oder DVD zu Philomena abstauben. Auch da wieder gerne in die Kommentare schreiben, welches Format ihr wollt, ob ihr Blu-ray oder DVD. Weiter geht's dann im Programm mit Das finstere Tal. 8 deutsche Filmpreise für diesen Film, deutsch-französische Kooperation. Die Geschichte eines Mannes, der einen Western-Look in ein Tal einreitet. Er selber ist sehr stumm, und ein Tal, wo es aber einzelne oder ganz besondere Geschichten gibt. Review muss ich ja auch noch machen, weil der Film ja gerade frisch auf Blu-ray und DVD raus ist, ich das beim Kinostart leider nicht geschafft habe. Und um eine Blu-ray von Das finstere Tal abzustauben, schreibt ihr gerne in die Kommentare: Robert, ich finde, der beste deutsche Film seit 2010 ist. Und dann schreibt ihr, welcher das ist, eurer Meinung nach, und warum. Deutscher Film und deutsches Publikum sind ja nicht immer die besten Freunde, weswegen ich da gespannt bin, was da bei euch rauskommt. Und dann habe ich hier noch als allerletztes 2 DVDs von I Spit on Your Grave 2. Sehr spezielles Genre, das Rape and Revenge Genre. Die Fortsetzung eben des ersten Teils, bei dem es auch um eine Frau ging, die vergewaltigt worden ist, das aber gerade so überlebt, dann Rache schwört und die Straßen mit Blut pflastert. Ich war von dem hier überhaupt nicht überzeugt. Das ist ein sehr großer Abfall, was die Fortsetzung angeht, im Vergleich zum Verhältnis vom ersten Level, was ersten Teil, was die Qualität angeht. Und das passiert dir gerne öfter mal. Wenn ihr eine DVD von I Spit on Your Grave 2 abstauben wollt, schreibt in die Kommentare: Robert, ich finde, die schlimmste oder schlechteste Fortsetzung ist, und wer irgendeiner schreibt von euch Batman The Dark Knight. Jedes Kommentar in diese Richtung kann also eine DVD von I Spit on Your Grave 2 abstauben.
Abstauben. So einfach ist es, so einfach bleibt es. Dann bin ich durch mit der Verlosung. 6 verschiedene Titel, schreibt fleißig Kommentare. Wie gesagt, 48 Stunden Zeit. Dabei wünsche ich ganz, ganz viel Spaß und kann nur sagen, lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr dieses Video mochtet. Dann sehen auch Verleiher, dass ihr gerne diese Verlosung macht. Ich kriege immer coolere Preise für euch. Und ansonsten, ja, war es das, wie gesagt. Lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr dieses Video mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Hier gibt es noch ein paar Links um mich rum und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3 Uhr.